Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute geht es wieder 30 Minuten durch die Sammlung. Ich habe mir diese Box hier auserkoren zum in Anführungszeichen öffnen. Und welche Schätze sich in dieser kleinen Box hier befinden, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, ich habe eine Umfrage gestartet mit 5 unterschiedlichen Optionen. Return of the Duelist Opening. Opening, genau, mit L. Opening, ne? Könnt ihr knicken, war kacke. Und wir haben ja schon Return of the Duelist Opening, deswegen wird es nicht hochgeladen. Dark Savior Opening. Duelist Pack You Save Fudo Opening. Und Neuzugänge, so wie eben 30 Minuten durch die Sammlung. Die Meinungen waren sehr gespalten, denn die hat nur mit 33% tatsächlich das Rennen gemacht. Ja, Return of the Duelist hatte irgendwas mit 29% oder so und noch irgendwas anderes hat irgendwie 27% und ich glaube Duelist Pack und Dark Saviors war am wenigsten gewünscht mit unter 10% jeweils. Habe ich per Zufallsprinzip rausgesucht, weiß nicht, was da drin ist. Wir werden es gleich sehen. Ich habe sie aber... Oder ich denke, das ist eine von den gut sortierten Boxen tatsächlich. Schauen wir einfach mal rein. Den Deckel kann man ja so schön abmachen. So, dann ziehe ich das hier mal ein bisschen vor. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal chronologisch an. Einfach hier von vorne, wenn ich es mal rauskriege. Ach, das habe ich schon wieder richtig gut vollgestopft. Okay, wir haben wohl Xyz Monster, scheint mir. Auch gut. Legen wir das mal hier hin. So. Zunächst mal haben wir einen Bujinki Amaterasu aus Primal Origin. Primal Origin ist ein Set, das auch schon wieder eine Weile alt ist tatsächlich. War auch die Ghost Rare in dem Set, gab es dort auch als Secret Rare und das ist so ziemlich die meistgehassteste Ghost überhaupt. Man hört immer wieder, boah, wieso haben die ausgerechnet den Amaterasu als Ghost gemacht? Mimimi. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl als Ghost Rare, aber trotzdem eine schöne Ghost Rare, die tatsächlich ihren Wert hat und dieser Wert steigt aktuell auch immer wieder kontinuierlich, ist ja vollkommen klar. Hier jetzt aber die Ultimate Rare Version, ich finde ihn auch tatsächlich in Ultimate Rare am schönsten, wesentlich schöner als die Secret und auch wesentlich schöner als die Ghost Rare. Wir haben hier tatsächlich noch ein zweites Exemplar der Karte, brauchen wir jetzt nicht allzu sehr drauf eingehen. Dann haben wir... der Hierophant der Prophezeiung. Ich habe eben schon erwähnt, es gab ja schon ein Return of the Duelist Opening. Ich habe das ja heute nochmal geöffnet. Das waren 8 Special Editions. Einen habe ich mir beiseite für das Yu-Gi-Oh! History Format. Und wir haben halt wirklich, also grottig gezogen. Es waren, glaube ich, 2 Secrets, 2 Ultras, eine Ultimate und ansonsten nur Super Rares. Und davon reichlich. Und die Super Rares waren noch nicht sonderlich gut. Und den Hierophanten haben wir auch in Ultra Rare gezogen und der hatte Silvering an der Seite. Dementsprechend war das nicht für mich zu gebrauchen. Alles andere, keine Sorge, war aber im Top-Zustand. Ich glaube, das Buch haben wir noch gezogen, war auch ein guter Pull. Und den Silvering Wachposten, das Ultimate Rare und alles andere war so... Ihr wisst schon. Auf jeden Fall Hierophant der Prophezeiung. Ich habe da schon wieder Staub unter der Hülle, wie ich sehe. Da muss ich mal wieder hier ein bisschen cleanen. Ist halt bedauerlicherweise, wenn man in so einer alten Bude wohnt wie ich, ein kleines Problem, das manchmal auftritt. Sehr schön auf jeden Fall, Hierophant der Prophezeiung ist auch keine Karte, die unbedingt wertlos ist. Also die geht schon ein paar Euro. Hier ist Return of the Duelist. Eine wirklich, wirklich schöne Ultimate Rare, aber auch ein Ultra Rare tatsächlich sehr schön zum Ansehen. Packen wir uns mal die nächsten 3 Karten hier hin. Also ich keine Ahnung, was das für eine Box ist. Habe ich da First mit Unlimited getrennt oder habe ich das gemischt? Also bisher habe ich, glaube ich, nur First Edition, die ich hier sehe. Dann haben wir den Wandelsternritter Deltaros. Ich hoffe mal, dass hier keine Oldschool First Editions drin sind, denn da will ich ja etwas sparsamer mit umgehen, bis wir mal so einen bestimmten Abonnentenpunkt knacken. Wandelsternritter Deltaros aus Duelist Alliance, auch eine wunderschöne Karte tatsächlich. Gab es da auch in Secret und war tatsächlich aus Duelist Alliance auch die Ghost Rare. Also nicht das Covermonster, in Japan war es ja der buntäugige Pendeldrache. Den hätten sich auch einige mehr gewünscht. Ich finde aber die als Ghost Rare ist gar nicht mal so schlecht, wobei ich auch die Ultimate Rare schöner finde. Da kommt das Monster so schön zur Geltung, da eben durch den Ultimate Rare Effekt, würde ich mal sagen, so der Hintergrund fast schwarz wirkt und das Monster somit überhaupt nichts hat, mit dem er optisch irgendwie verschmelzen kann. Also es ist ein sehr schöner Kontrast, der hier entsteht. Coole Karte. Dann kommen wir zu... einer von 2 Lieblingskarten aus Order of Chaos. Order of Chaos ist auch ein Set, wo die normalen Foils, also Super, Ultra, Secret und so, jetzt nicht unbedingt der Knüller waren, was die Print-Quali anging, aber, und auch die Ghost nicht, aber Ultimate Rares waren gewohnt gut geprintet tatsächlich. Findet man auch heute noch in relativ guten Zuständen, ohne irgendwelche Kratzer, Dellen oder sonstiges.
oder Whitening an der Seite und Nummer 12 Blutroter Schattenrüstungsninja ist tatsächlich eine meiner Lieblingskarten aus dem Set, denn optisch muss man ganz einfach sagen, ist das Ding der absolute Hingucker. Dieses schwarze Kartenlayout einer Xyz-Karte und das dann gepaart mit diesem Feuer, Rot, Orange und gelben Tönen, Alter, mega cool. Sieht extrem geil aus. Ihr könnt ja zu dem Zeitpunkt mal hier live neben reinschreiben, was ihr denkt, was meine Lieblings-Ultimate Rare, kleiner Tipp, aus Order of Chaos ist. Sehr coole Sache. Dann haben wir Nummer 25, Bildschärfe. Ja, eine Karte, zu der ich ja auch eine kleine Story habe. Und keine Sorge, jetzt kommt nicht wieder die Starfoil-Story mit dem Müllermarkt, sondern eine andere. Den gab es mal vor 5 oder 6 Jahren jeweils für 1 Euro bei Diamond Cards, einen Shop, den ich übrigens überhaupt nicht empfehlen kann, auf eBay. Und da habe ich mir, glaube ich, 10 oder 20 Stück rangeholt für jeweils 1 Euro. Die geht ja mittlerweile in die First Edition Niemand ungefähr das 10- bis 11-fache, also so 11 Euro, 11, 12 kann man schon dafür hinlegen, wenn es wirklich ein Niemand-Exemplar ist. Die waren übrigens alle Ami, was ziemlich doof ist, wie ich finde, weil ich mag Ami-Prints nicht, speziell nicht die Ultimate Rares. Die hier tatsächlich auch in einem hervorragenden Zustand, muss man ganz klar sagen. Und ja, eine Karte, mit der ich tatsächlich doch eine Menge verbinde. Ihr wisst ja warum, ich habe die Geschichte jetzt mittlerweile, glaube ich, oft genug erzählt. Coole Karte auf jeden Fall. Ich musste bloß wieder ein paar aussortieren von damals noch, weil damals war meine Anforderungen nicht ganz so hoch. Und da fallen immer mal wieder, trotzdem ich natürlich meine ganze Sammlung mittlerweile gecleant habe, aber ab und zu fallen mir noch Karten in die Hände, wo ich sage, okay, die kann ich eigentlich raus und dir dann einen kleinen weißen Punkt oder so. Dann haben wir den Aufzieh-Zen-Meister aus Generations Force. Da gab es ja auch eine Tinbox zu dem. Ich glaube, die Tinbox-Promo geht aktuell überhaupt nichts, aber die Ultimate Rare ist auch eine ganz schöne Sache. Zumindest besser als dieses komische Polizistenvieh. Aufziehkarten finde ich ohnehin cool. Es gibt so ein paar Themen, die mochte ich früher überhaupt nicht, mag sie heute aber sehr gerne. Dazu gehört zum Beispiel Magidolche oder halt auch das Aufziehthema. Sieht wirklich cool aus. Zen-Meister war, glaube ich, nie wirklich eine starke Karte in dem Archetype. Aber auf jeden Fall eine Karte, die man gerne mal mitnehmen kann. Sehr coole Sache. Dann kommen wir zu Nummer C102 Archfiend Seraph aus Primal Origin. Gleiches Spiel wie Bildschärfe habe ich mir damals vom lieben Erik, glaube ich, dutzendfach gekauft. Alle First Edition. Alle Niermint auch 1,50 das Stück oder so. War auch damals nicht mehr wert. Ich glaube, mit 1,50 war ich sogar weit über dem Marktwert. Also liegen irgendwie 50, 60 Cent oder so. Wie es aktuell mit dem Wert aussieht, kann ich nicht sagen. Habe ich nicht nachgeguckt. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir zumindest bei 1,50 angelangt sein müssten mittlerweile. Vielleicht geht es ja auch schon ein bisschen mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer noch eine 2-Cent-Karte ist. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre und man sagt, ha, Junge, jetzt geht es hier nur noch 1 Cent. Aber auch eine sehr coole Karte optisch zum Anschauen. Nummer C102. Sehr cooles Monster tatsächlich. War, glaube ich, alternativ noch eine Super- oder Ultra-Rare. Ich glaube, es war eine Super-Rare tatsächlich. Aus Primal Origin. Würde ich auch mal wieder gern aufmachen. Habe ich noch kein Opening auf dem Kanal tatsächlich. Sehr cool. Also wirklich auch eine schöne Ultimate-Rare. Und, nach welchem System habe ich diese Box sortiert? Du, das ist das doch eine Gulasch-Box. Weil normalerweise trenne ich First Unlimited und auch die hier. Also diese ganzen OTS und Astralpack Sachen sind normalerweise nach Set getrennt in ihren Boxen. Also das muss eine Gulaschbox sein. Also wir werden hier wahrscheinlich auch Unlimiteds und so einen Käse sehen. Schade Marmelade, weil die fertig sortierten Boxen, es sind alles nach Kartentyp sortiert, alles nach Auflage. Zwar nicht immer nach Set, das nicht, aber speziell solche Turnierpack Booster, die sortiere ich immer nach Sets. Auf jeden Fall haben wir hier Beschwörung. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Habe ich auch ganz, ganz oft, ich glaube, 12, 13, 14, 15 Mal. Sowas in der Richtung, damals noch für einen 20 rangekauft, das Stück. Waren auch ein paar in der 50k-Sammlung dabei, vom lieben Rising Time. Sehr cool. Dann schauen wir. Da können wir noch kurz drüber gehen. Wie bereits gesagt, ich habe ein paar von den Dingern. Kann man mitnehmen, ist eine schöne Karte. Vielleicht nochmal kurz aufs Artwork eingegangen. Erinnert so ein bisschen an das Monster-Tor aus Ancient Sanctuary, war eine Kamen dort. Hatte dann, glaube ich, auch mal ein Holo-Reprint in irgendeinem Fists of the Gadget, Destiny Soldier, Schlag mich tot Ding. Sieht aber trotzdem komplett anders aus. Aber es ist halt auch ein Monster, das durch so ein komisches Gate kommt. Dementsprechend wirkt das oder weckt das Erinnerungen, sage ich mal. Aber es ist eine sehr coole Karte tatsächlich. Ich mag die Beschworenen, ich mag das Thema. Der Style ist einfach mega nice. Nur diese komische beschworenen Karte, die in Super Rare, ich glaube in Savage Strike, wo das rausgekommen ist, die passt nicht dazu. Das wirkt irgendwie wie so eine Schattenpuppenkarte. Aber ansonsten wirklich alle mega cool.
Gefällt mir sehr gut. Dann schauen wir uns doch mal die nächsten drei Karten an. Da haben wir Sündenbock. Sündenbock aus dem OTS Tournament Pack 8. Ja, okay. Haben wir ja auch dreimal offensichtlich. Ich hoffe, es werden nicht noch mehr. Lass mich mal kurz spitzeln. Nee, okay. Danach kommt was anderes. Ja, dreimal der gute alte Sündenbock. Dürfte auch jenseits der 50 Euro, glaube ich, liegen mittlerweile aus dem OTS Tournament Pack 8. Sehr schöne Karte tatsächlich. Auch das mit dem Holo ist mega cool. Und es ist natürlich eine Oldschool-Karte, ist natürlich vollkommen klar. Das bedeutet im Umkehrschluss, ist natürlich auch Fan-Favorite, gut fürs Gold-Format, denn es heißt ja Gold-Format wegen eben diesen Karten hier. Da war ja teilweise die Super Rare schon einiges wert zu ihrer Zeit. Ich glaube, mittlerweile ist sie nie wieder ein bisschen gesunken. Die Retro-Pack-Variante ist auch, glaube ich, jenseits der 40, 50 Euro. Ich glaube, die ging irgendwie mal 80 oder so. Richtig heftig. Also das ist eine Karte, die immer Potenzial birgt, werttechnisch nach oben zu gehen. Aber, und das ist das Wichtigste, das Artwork ist natürlich ein absoluter Hingucker, vor allen Dingen in Ultimate Rare sehr schön. Die Goats selber, also die Böcke, sind nicht alti geprintet, aber der Hintergrund, dieses Silber, also das ist wirklich, wirklich cool gemacht. Sehr, sehr schöne Karte. Dann schauen wir doch mal, was haben wir noch alles am Start? Ja, schon wieder drei? Nee, doch nicht. Zwei, okay, also. Zweimal Alarmstart tatsächlich, beide First Edition aus Lord of the Tethian Galaxy. Da habe ich eine coole Story zu. Vielleicht schon erzählt. Ich erzähle sie trotzdem nochmal. Einmal im Jahr gibt es bei uns den sogenannten Schneiderflohmarkt. Das ist, ich glaube, einer der größten Flohmärkte in Deutschland. Das sind, glaube ich, locker 10 Fußballfelder oder so, die da voll sind. Da gibt es immer so einen Yu-Gi-Oh!-Stand mit so einem Asiaten. Der verkauft immer komplett abgeranzte Karten für überteuerte Preise. Aber der hatte ein Display, ein komplettes Display, schon geöffnet, mit Boostern drin liegen, aber 2,50 € das Stück. Und da haben wir einfach alle mitgenommen, die noch da waren. Das war damals noch mit meinem Kollegen Julian, der auch so heißt. Und da haben wir tatsächlich zwei Altis draus gezogen. Und zwar einmal Alarmstart und einmal tatsächlich Nummer C, oder war es Nummer 107 war es, glaube ich. Der Tachyonendrache halt, ein Ultimate Rare, der war damals 40, 50 Euro wert und die hier halt kaum was, ich weiß nicht, was die momentan wert ist. Ah, das war cool, das war mega nice, sehr, sehr schöne Sache. Gefällt mir extrem gut auch. Gehört ja zu den Phantom-Ungeheuer-Karten. Allgemein mag ich Phantom-Ungeheuer jetzt nicht so vom Artwork her, aber das ist mit einer der schönsten Karten des Archetypes, wie ich finde. Nicht mal ein Monster. Normal bin ich ja eher so der Monster-Kartentyp. Ich mache das hier mal so zur Seite, dass mir das nicht alles umkracht. Dann haben wir die Abfangwelle. Ich schaue bloß mal kurz, ob es hier irgendwelche bösen Überraschungen gibt. Okay, da haben wir noch eine. Okay, da haben wir keine mehr. Also zweimal die Abfangwelle. Ja, hier jetzt Unlimited, also keine First Editions. Das heißt, das ist wieder so eine absolute Gulasch-Geschichte. Habe ich aber offensichtlich schon so ein bisschen nach Kartentyp sortiert, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwie Demenz manchmal, glaube ich. Ich kann mich nicht an diese Box erinnern. Naja, auf jeden Fall Abfangwelle aus The Shining Darkness. Da haben wir auch zwei Displays aufgemacht und da haben wir wesentlich besser gepult als jetzt im Ancient Prophecy Opening. Ich hoffe auch, dass das nächste Opening wieder bessere Karten für uns bereithält, weil das war ja wirklich herbe enttäuschend. Ne? Habe ich auch in den Comments entnehmen können, sage ich mal. Genau, Comments. Genau. So, Abfangwelle auch eine coole Karte, schönes Artwork tatsächlich. Hätte ich vielleicht ein bisschen schöner gefunden, wenn der Ultimate Rare Print nicht die komplette Karte umfasst hätte, sondern auch nur zum Beispiel den Hintergrund oder so. Aber damals war es tatsächlich so, dass häufig die komplette Karte in Ultimate Rare geprintet wurde und nicht nur partiell der Print erschien. Wenn man jetzt zum Beispiel hier zum Vergleich so eine Beschwörung anschaut, da ist das Monster und der Kreis selber nicht Ultimate Rare geprintet, sondern Kamen und das ergibt halt ein gewisses, ich sag mal, einen gewissen Kontrast. Das war früher zum Beispiel bei anderen Holos so, bei Super Rares oder so, zum Beispiel Himmelsplage Norellas, da haben bloß diese roten Böppelchen da gefunkelt, alles andere war Kamen, die ist ja gar nicht Super Rare erkannt, wenn du nicht wusstest, dass das eine war. Oder bei anderen Karten, wo einfach nur das Monster selber geschildert hat, im Hintergrund war Kamen, das ist heute anders, heute ist einfach alles voll Holo und wenn, dann sind nur ganz, ganz kleine Teile nicht Holo und dadurch wird das Auge manchmal ein bisschen überreizt, sag ich mal. Dann haben wir einen Zwillingstwister aus dem OTS Tournament Pack 12, auch eine sehr, sehr schöne Karte tatsächlich. Wahnsinnig gut gemacht. Sehr schön, ist glaube ich auch jenseits der 50, 60, 70 Euro vom Wert her. Dann, was haben wir noch? Necklace of Command, ja, aus RDS. RDS war auch so ein Set, Print-Quali voll für einen Eimer tatsächlich. Die hat nämlich auf der Rückseite, genauso wie Soul of the Duelist-Karten, immer diese extremen Printlines. Und die sind auch komplett leicht beschädigt worden. Das gilt für Cummins, Ultimate Rares und auch andere Holos. Die Ränder sind komplett leicht abgeschnitten.
geblättert, kann man fast sagen. Also die Farbe hat wohl offensichtlich nie so gut auf der Pappe gehalten, weil das wirklich abgeblättert hat. Also auch hier muss man sagen, dass zu der Zeit nicht alles Gold war, was geglänzt hat. Waren keine guten Prints. Und speziell in so Sets wie Soul of the Duelist kamen so Sachen wie der bewaffnete Drache Level 7 und der Horus raus, die weit im dreistelligen Bereich liegen heutzutage. Und wenn du die zum Beispiel ziehst und schon abgeblätterte Kanten oder so hast, dann ist das natürlich ziemlich ärgerlich, schwierig, solche Karten in meinem Zustand noch zu finden. Aber ab und zu schafft man es noch. Dann haben wir eine Zukunftsfusion aus Power of the Duelist. Das ist in First Edition, glaube ich, so eine 30, 35 Euro Karte. Hier ist es jetzt, glaube ich, in Unlimited, keine Ahnung, vielleicht geht die in 10er oder so, I don't know. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Eine unglaublich gute Ultimate Rare. Schön vom Print, super gemacht. Und deswegen solche Hochhäuser und so. Immer wenn ich irgendwas mit Hochhäusern auf einem Artwork sehe, denke ich sofort an diese alte GX-Zeit, weil es da einfach ein paar Spellcards gab, die so ein bisschen eben hier so aussahen. Finstere Stadt zum Beispiel war auch so ein Ding. Also das fand ich immer ganz, ganz cool. Weiß nicht, irgendwie haben diese so gestylten Hochhäuser, die haben mich irgendwie ein bisschen auf diese Zeit geprägt. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Dann schauen wir mal weiter. Boah, da geht's gleich GX-lastig weiter, wie ich sehe. Wir haben hier Bubble Mission. So, eine Bubbleman-Support-Karte tatsächlich. Bubbleman ist auch eine coole Socke sozusagen. Ist damals in Cybernetic Revelation als Ultimate rausgekommen. Kostete vor einer Weile noch 40 Euro unlimited. Weiß gar nicht, was die gerade geht. Bubble Mission ist, glaube ich, nicht so teuer. Die liegt im einstelligen Euro-Bereich. Soweit ich weiß, vor allen Dingen in Unlimited. Aber ist aber eine schöne Karte zum Angucken. Schöner Ultimate-Ray-Effekt. Passt alles. Alles so, wie es sein soll. Sehr cool. Ich glaube, ich habe da oben wieder ein Staubkorn drin. Ah ja, da werde ich mich gleich nach dem Video mal hinsetzen und mich drum kümmern. Dann haben wir Geschäfte mit der finsteren Welt aus Strike of Neos. Ich erinnere mich noch, ich habe mal zwei Booster als Bonus vom Demon Rising Time in der Sendung mitbekommen. Habe ich aufgemacht, war in beiden Boostern eine Super Rare drin und es war zweimal die Geschäfte mit der finsteren Welt. Fand ich absolut ulkig irgendwie, keine Ahnung. hatte wirklich was, coole Sache auf jeden Fall, sehr schön. Ist ja Dark World. Dark World ist ja das Thema, mit dem ich am meisten identifizieren kann. Einfach eine schöne Sache. So, das hier ist zum Beispiel eine von diesen Füller-Altis, die es damals gab bei der Metal Energy. Wir erinnern uns mit Soul of the Duelist Szene die Secret Rares. Ah, schon wieder da drin hier. Staub. Seht ihr das da oben? Mit Soul of the Duelist sind ja, glaube ich, die Secret Rares aus unseren Mainsets verschwunden. Da hat sich Konami gedacht, das machen wir jetzt nur noch als Promokarten sozusagen und ja, was soll ich sagen? Dann wurden wir mit Ultimate Rares sowas von vollgeschissen. Also es gab am Ende mehr Ultimate Rares als irgendeine andere Holo-Variante in den Sets, weil ja jede Holo und sogar die Rares eine Ultimate-Alternative hatten. Das hat natürlich die Ultimate oder eine bestimmte Ultimate, die man haben wollte, umso seltener gemacht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sie dann gezogen hat, war dann wesentlich geringer. Das ist so ähnlich wie mit den Super Rares jetzt. Jetzt haben wir ja, glaube ich, ein oder zwei oder fünf oder sieben oder was weiß ich, mehr Super Rares als sonst. Glückseisen-Axt, First Edition jetzt auf einmal wieder, okay, aus Force of the Breaker. Hier wird mal eine Sortierung nötig werden. Jetzt wird es wieder recht modern aus Galactic Overlord. Nächtlicher Strahl heißt die Karte, auch sehr cool. Auch Hochhäuser im Hintergrund, allerdings sehen die so ein bisschen digital aus. Dementsprechend erinnert mich das nicht an Jax. dann Xyz Einheit, auch aus Galactic Overlord. Nicht First Edition. Ja, auch eine coole Karte. Es ist aber keine, die mich optisch so unglaublich vom Hocker haut, sage ich mal. Aber es ist eine schöne Ultimate Rare auf jeden Fall. Gagaga, oh Gott, Gagaga Blitz aus der Sexleton, klar, wer kennt's nicht? Und, noch eine. Okay, die nicht. Okay, dann dreimal feierliches Urteil. Sehr schön tatsächlich. Kann man ein bisschen durchmischen. Sehr coole Geschichte. Legen wir mal die beiden hier weg. So. Feierliches Urteil aus dem Otis Tournament Pack 12. Ich denke mal, einer der beliebtesten Varianten. Die gibt es natürlich auch noch in Gold Ghost aus Gold Series 5 Haunted Mine. Ist da auch schon einiges wert, aber ich denke, die ist nicht ganz so beliebt wie die Ultimate Rare, weil dieses Gold Ghost ist ja an und für sich schon so ein bisschen hated, ne? Aber ist auf jeden Fall ein cooles Set. Eine coole Karte, ziemlich wertvoll. Auch im hohen zweistelligen, wenn nicht gar schon im dreistelligen Bereich. Sehr, sehr schön die Karte. Natürlich Unzensored, ne? Die Originalkarte hat ja die Heiligenscheine bei den beiden Weibern da im Hintergrund. Ich werde jetzt hier mal bloß schon wieder so ein paar Karten da wieder reinbauen, sag ich mal. So, nicht alle, nur eine Handvoll, damit uns das hier nicht alles noch umkracht. Wir haben jetzt noch 10 Minuten.
Wir müssen uns sputen, sonst kriegen wir nicht mal die ganze Box durch. So, dann, hoppla. Dann haben wir Nebel des Zusammenbruchs. Und ich würde auffallen, das sehe ich gerade, dass die hier unten einen weißen Punkt hat. Die ist trotzdem in der offiziellen Sammlung. Warum ist sie das? Weil es sich hierbei nicht um eine Beschädigung handelt, sondern einfach um einen Misprint. Hier fehlt nämlich einfach nur die Farbe. Hier wurde hier nicht drauf gedruckt. Also ist keine Beschädigung, tatsächlich auch keine abgeschabte Farbe oder so. Die ist tatsächlich Nearmint bis Mint, die Karte. Dementsprechend aber normalerweise ist es so, dass ich sowas auch aussortiere, aber Nebel des Zusammenbruchs, Soul of the Duelist, ihr wisst, ich habe gerade von der Print-Quali geredet, und da dachte ich mir, die lasse ich jetzt einfach mal drin. Vielleicht fliegt sie irgendwann mal raus, wenn ich 50, 60 Stück von der habe, dann sage ich, okay, weg damit. Aber für den Moment bleibt sie noch in der offiziellen Sammlung, vielleicht wird sie dann irgendwann mal in meine private wandern. First Edition hier natürlich, da habe ich nochmal eine, die hat jetzt keinen Printfehler, auch in einem sehr guten Zustand. Hier mit Tumint, das Ding. Sehr coole Sache. Dann wieder so eine Filler-Alti mit Staub auf der Hülle aus RDS. Genau. Ah, was war denn eigentlich nochmal? RDS. Rise of the... Boah. Nee, Rise of the Duelist war es nicht. Ah, was war denn das nochmal? Mensch, Julian, das ist Oldschool, das musst du wissen. Ach, egal, wir müssen keine Zeit zu überlegen, wir müssen weitermachen. Dann schauen wir uns mal die nächsten Karten an. Was haben wir hier noch? Okay, dann mal das gleiche nochmal. Dann, ja, wieder das gleiche Spielchen. Edelmetallwandler aus RDS wieder. Na, wie gesagt, Printqualität normalerweise nicht so gut. Hier wieder ein schönes Nearmint-to-Mint-Exemplar. Wirklich, wirklich coole Sache. Legen wir mal beiseite. Dann hier wieder aus RDS die Kettensprengung. Eine schöne Karte auch. Also es gibt schon echt geile Karten aus dem Set. Ich muss sagen, die Artworks waren halt wirklich, wirklich nice. Das hier ist ja, glaube ich, auch nochmal an sich so eine komische Mine oder so. Gibt es, glaube ich, auch als Karte. Ist auch so eine Trap-Card gewesen. Dann, aber ich habe das so ein bisschen nach Karten sortiert. Das fällt mir schon auf. Dann habe ich hier eine Heldenbarriere aus Elemental Energy. Ultimate Rare First Edition tatsächlich. Ich glaube, Ami oder... Nee, Ami ist die nicht. Die dürfte normales Englisch sein. Okay. Okidoki, dann machen wir weiter mit der zauberstoppenden Statue. Das war auch wieder so eine Nummer, wo ich mir 10 oder 20 Stück, entweder was von Erik oder von Diamond Cards gekauft habe in Nearmint, und die kamen auch tatsächlich in meinem Zustand an. Das war ich von Diamond Cards ja gar nicht gewohnt. Bei Diamond Cards war es immer so, wenn ich da 10 Stück gekauft habe, waren 8 davon nicht Nearmint, leider Gottes. Aber Beschwerden haben sie ja nicht durchgehen lassen. Dann haben wir Kozakis Selbstzerstörungsknopf. Aus The Lost Millennium mit einem Staubkorn da oben dran. Auch eine coole Karte. The Lost Millennium war ja so das erste GX-Set. Da war aber noch ein bisschen Duel Monsters mit drin. Das war so ein Hybrid-Set irgendwie. Das war so ein fließender Übergang. Klar, da waren da schon die Elementarhelden drin. Also das war... The Lost Millennium ist auch sowas, was ich gerne aufmachen würde, sage ich mal. Aber da habe ich gerade nichts am Start, leider. Dann haben wir Chitonian Explosion First Edition aus Elemental Energy. Das ist so eine Karte, die ist so ein bisschen... Keine Ahnung, also ich persönlich kriege die immer wieder an den Kopf gehauen, das Ding. Sehr coole Sache. Aber die habe ich wirklich zu oft. Also die Karte habe ich ja so oft. Die habe ich, glaube ich, 20 mal First, 20 mal Unlimited. Also das ist wirklich unnormal. Hier wieder ein schöner Klassiker aus Cyberdark Impact. Das schwarze Horn des Himmels in Ultimate Rare First Edition. Das ist auch eine sehr schöne Karte. Das ist einfach die dunkle Version vom Horn des Himmels. Also sowas finde ich halt immer mega nice. Wenn solche Sachen so eine Art dunkle Version bekommen. Es gibt ja auch diese Light-Ray-Karten vom Chaos-Hexer und so, die finde ich jetzt nicht so prickelnd umgesetzt. Die Idee finde ich nice, aber die optische Umsetzung fand ich jetzt nicht so cool. Dann der Goblin aus der Bratpfanne First Edition aus Shadows of Infinity. Und ja, die Goblin-Karten sind ja, ich finde die generell witzig. Der eine Typ, der immer den Topfdeck hier verkauft und dann klaut der ihn wieder und hast du nicht gesehen. Also das ist wirklich eine geile Sache. So, das Ding hier nochmal zackig umgedreht. Wir haben jetzt gerade 24 Minuten Aufnahmezeit mit Begrüßung, Einleitung, bla bla bla. Also, ich werde natürlich die 30 Minuten, nur damit das auch alle verstehen, also das sind natürlich 30 Minuten durch die Sammlung, also das Vorwort und so weiter wird jetzt nicht mit dazu gezählt. Ich werde das also in etwa abschätzen, wie lange das gedauert hat.
und dann dementsprechend überziehen die 5 Minuten oder so. Dann haben wir eine Neckhorse von Sophia, First Edition aus Crossed Souls. Sehr coole Karte mit einer der schönsten Neckhorse-Karten. Überhaupt Gungir finde ich auch cool aus Secrets of Eternity. Aber die Sophia ist schon absoluter Hingucker. Gibt es ja auch als Secret. Ich finde ja auch den Hintergrund von diesen Necros-Karten so cool. Auch wenn einige der Necros-Karten leider Gottes im Allgemeinen vom Monster her nicht gut umgesetzt sind. Necros von Trishula finde ich zum Beispiel cool. Oder Necros von... Wie hieß denn diese eine teure Karte nochmal aus der Secret Forces? Ihr wisst schon, welche ich meine. Ich habe gerade den Namen vergessen. Herold der Vollkommenheit. Das dürfte sogar das Exemplar sein, das wir in The Shining Darkness Opening gezogen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Denn von den Herolds der Vollkommenheit habe ich aktuell nur 10 Stück in First und ich glaube nochmal 20 in Unlimited oder so. Genau. Kann aber auch eine von den anderen sein. Keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass es die ist, ist natürlich gegeben, definitiv. Sehr coole Karte. Gibt es auch in Gold Ghost, auch nicht wirklich beliebt. Ich finde auch tatsächlich die Ultimate Rare schöner. Ich finde, Herold der Vollkommenheit ist keine Karte, die halt prädestiniert dafür ist, eine Ghost Rare zu sein. Haben wir hier zweimal die Mais, König des jüngsten Tages, auf einmal wieder beide Unlimited. Also das ist eine absolute Gulaschbox. Da ist wieder null sortiert tatsächlich. Um die muss ich mich noch kümmern, um die Box. Ja, die Mais hier auch aus Shadows of Infinity ist natürlich eine komplett geile Karte. Man kennt sie, ne? Jetzt legen wir das mal hier hin. So, dann haben wir hier zweimal Ruin, Königin des Vergessen. Ach, da kommt ja hier noch was Japanisches. Nach dem sortiere ich normalerweise auch. Also ich habe normalerweise in sortierten Boxen, die komplett fertig sortiert sind, auch nicht japanisch. Also kein OCG und TCG gemischt. Die habe ich normalerweise auch immer getrennt. Habe ich da noch eine? Ja, ich habe noch eine. Okay, kommen bei uns in Extreme Force raus als Secret Rare. Hier haben wir sie auch mal in Ultimate Rare, falls euch das interessiert. Damals Kostenpunkt 15 Euro so pro Stück in etwa. Inwieweit die Karte jetzt gesunken oder gefallen ist, kann ich nicht sagen. Ich denke auch mal, sie wird eher gefallen sein, weil bis japanische Karten wirklich mal einen konstanten, stabilen und steigenden Wert haben. Da können auch gerne mal 20 Jahre ins Land ziehen. Einfach weil die Karten anders bewerten als wir. Die bewerten die Karten nicht nach ihrer Seltenheit oder so, sondern halt einfach nach ihrer bloßen Spielbarkeit. Und wenn die Karte nicht mehr spielbar ist, dann ist sie halt nicht mehr relevant, sage ich mal. Na, dann ist sie günstig. Dann haben wir hier den Bohrkrieger aus Absolute Power Force. Sehr coole Karte tatsächlich. Ich glaube in First auch ein bisschen was wert. Jetzt bin ich gegen das Stativ gekommen. Einen legendäre 6 Samurai Shien. War auch mal eine sehr teure Karte, oder ist noch eine sehr teure Karte tatsächlich. Dann, oh Gott, Baxia. Das ist ein Omniprint, hoppla. Richtig ekelhaft. Also Omniprints in Ultimate, das ist so... Es sieht so billo aus. Also Omniprints sehen immer billo aus. Aber speziell bei den Ultimate Rares ist das halt richtig ranzig. Ne? Keine Ahnung, gefällt mir gar nicht. Aber muss ich halt auch sammeln wegen der Ausstellung. Normalerweise würde ich am liebsten alle Omniprints einfach weg. Und mir dafür dann Europrints ranholen. Aber wegen der Ausstellung muss ich die natürlich auch sammeln. Ich versuche auch immer so Omniprints und unsere Prints... gleich aufzuhalten, so dass die halt, dass ich da immer gleich viel da habe oder ähnlich viel da habe, genauso wie halt bei First und Unlimited auch. So, dann haben wir Elementarheld Storm Neos heißt der, glaube ich, oder so. Mega cool, japanisch mal wieder, ne? Dreimal offensichtlich. Legen wir die zwei mal weg, nehmen wir uns die hier. Genau, sehr cool aus Phantom Darkness, also eine ganz normale Booster-Alti. Bei uns war das ja nur eine Super Rare. Hier in Ultimate Rare tatsächlich sehr, sehr schön. Das wäre auch mal was, so Mainsets, so alte Mainsets, die wir auch hatten, aus Japan aufzumachen. So auch Light of Destruction oder so, da gibt es ja viele Alternativen. Oh Gott, jetzt wird es echt japanisch. Und genau, der ist aus Rise of the Duelist. Mann, war ich froh, dass ich die gezogen habe. Da brauche ich auch noch ein paar, da habe ich erst 5 oder so, oder 4. Leider Gottes. Dann, oh, die Box kann ja gar nicht so alt sein. Das ist ja aus unserem schönen, ach ja, das ist ja aus unserem Opening. Aus unserem Lightning Overdrive Opening, die haben wir im Video gezogen. Und die aus den Boostern, aus den Displays, die ich nicht vor der Kamera gezeigt habe. Tatsächlich. Also kann, ja tatsächlich, die kann gar nicht so alt sein, aber mal ehrlich, schaut euch mal das Artwork an, ne? Unglaublich schön. Muss man ganz einfach sagen. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Das neue Ultimate Rare hat seine Vor- und Nachteile. Der Effekt kommt nicht so wirklich zur Geltung bei dem Licht, das wir hier haben, aber sobald hartes, warmes Licht auf die Karte fällt. Uah! Sobald hartes, warmes Licht auf die Karte fällt, schillert das Ding in allen Regenbogenfarben. Finde ich mega cool. So, dann schauen wir mal, was haben wir noch? Normale Monster. Grab-Oja aus The Lost Millennium, sehr cool.
auch so eine, in Anführungszeichen, Filler-Card. Ich glaube, das war auch eine Rare-Alternativ gewesen. Das ist aber eine schöne Ultimate Rare, wie ich finde. Dann einen finsteren Parzath, der schon wieder First ist, aus Phantom Darkness. Der ist aber, glaube ich, nicht viel wert. Also das ist so eine von den Ultimate Rares, die gehen einfach gar nichts, ne? Auch in First Edition oder so. Kriegt man auch noch relativ häufig in guten Zuständen tatsächlich. Einen Inishi Sheens Kanzler aus Gladiator's Assault. Auch cool. Ich finde ja das Kürzel so cool. Glas. Mega schön die Sache. Dann geben wir Gas. Haben wir noch ungefähr 5 Minuten, würde ich sagen. So mit Outro und Intro und so weiter. Dann haben wir die violette Hexe aus Crimson Crisis in Ultimate Rare Unlimited. Für alle 5Ds-Fans. Ja. Ist auch eine sehr coole Karte tatsächlich vom Artwork. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hätte auch in irgendeinem GX-Set sein können, so vom Artwork her. Dann aus Order of Chaos, Insektor Giga Gottesanbeterin, die Insektoren, ja, die waren auch damals sehr beliebt zu ihrer Zeit, waren, glaube ich, auch meta-relevant, vieles davon sehr, sehr teuer. Ich glaube, die geht mittlerweile 3, 5 Euro oder so, mehr ist da nicht los bei ihr. Vielleicht auch 7, aber ich glaube, die ist auf jeden Fall noch im einstelligen Euro-Bereich. Dann haben wir einen göttlichen Drachen Exelion aus Shadows of Infinity. Auch sehr schön tatsächlich. Ist einfach, das ist ein mega geiler Drache vom Artwork her. Dieses edle Silber-Stahl-Gedöns. Hier hat man schon angefangen, dass oder was heißt angefangen? Bei der Karte ist halt auch das Monster nicht Ultimate Rare geprintet, sondern halt nur Teile davon. Diese, ich weiß nicht, ob man es so erkennen kann, diese Linie zwischendrin und das Auge und ja, aber sonst ist die Karte eigentlich das Monster selber nicht Ultimate Rare geprintet. Gut, dann machen wir mal weiter mit einer Karte, die ich in Unlimited über 50 Mal habe, den Proto-Cyberdrachen. Da habe ich den guten Erik mal leer gekauft. Der hatte ewig viel davon rumliegen und ich habe die immer wieder eingekauft, sobald er welche reinbekommen hat. Ist auch so eine Karte, die tendenziell immer steigt. Ist halt Cyberdrache, ist halt Fan-Favorite. Ne? Die liegt jetzt, glaube ich, bei 5, 6 Euro oder so. Da lag sie zumindest, als ich sie eingekauft habe. Wie sie jetzt ist, keine Ahnung, aber ich denke, die wird im Laufe der Zeit noch steigen, im Laufe der nächsten Jahre auch unlimited. Prinzessin Kuran, das Gegenstück von Prinzessin Pikeru, die in der First Edition auch ganz schön hohe Preise erzielen mittlerweile. Hier jetzt allerdings unlimited, mit diesem Hasenbutler hinten dran, mega cool. Sehr schöne Karte. Dann First Edition Erinnerungszerstörer, der ist bei uns ja auch unlimited, unzensiert, unzensiert, nee, zensiert, sorry, Julian, Verwirrung, Error. Der hat normalerweise noch hier so Hörner raus. Die sind bei uns natürlich nicht zu sehen. Ne? Da haben sie natürlich wieder zensiert, wo das Zeug, was das Zeug hält. Trotzdem coole Karte, ist aber auch mehr so eine Filler-Karte gewesen tatsächlich. Dann schauen wir mal. Haftender Sprengstoff, First Edition aus Shadows of Infinity. Das ist auch so eine Billo-Karte gewesen. So eine Rare, Ultimate Rare, so, wo halt einfach eine Rare war ursprünglich, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, auch eine coole Sache, auch eine schöne Karte, kann man mal mitnehmen. Aber nach wie vor natürlich sehr günstig. Genau, Schicksalsheld Double Dude, da habe ich auch unglaublich viele Unlimited, auch ziemlich viele First, aber ich glaube doppelt so viele Unlimited, wie ich First habe, weil da hat der gute Erik auch mal für 1,50 oder so das Stück verkauft und habe ich auch alle mitgenommen, alle zu mir, so nach dem Motto. 18 Stück oder was ich da gekauft habe, voll krass. Schöne Sache auf jeden Fall, ich glaube, ja genau, 2 Stück. Haben wir jetzt hier aus Power of the Duelist tatsächlich. Hier ist wieder alles Ultimate Rare geprintet. Dann gucken wir mal, was haben wir noch? Ah, zweimal. Oh, okay, noch ein dritter Double Dude. Und hier haben wir dann noch zweimal den Raum Zeitpolizisten. Ist auch ein an sich cooles Artwork, finde ich jetzt aber nicht so cool wie andere Karten aus dem Set. Zum Beispiel wie den Aufzieh-Zen-Meister, den finde ich cooler als den Raum Zeitpolizisten. Wobei die Karte schon nice ist, dieses Psi. Diese Psi-Monster, Windmonster mit dem grünen Background und so, das gefällt mir doch immer ganz gut eigentlich. Erinnert mich auch immer sehr an die 5Ds-Zeit, die haben ja sehr häufig diese grünen Backgrounds gehabt, keine Ahnung warum. Also es war da sehr häufig vertreten. Das sind jetzt die letzten drei Karten, die wir uns anschauen. Das hier schaffen wir leider nicht mehr, denn jetzt sind wir dann gleich mit der Zeit um. Himmelsplage in Vinchil, oder wie das ausgesprochen wird, Unlimited aus Force of the Breaker. Da gibt es jetzt mittlerweile 4 von, statt nur 3. Da kommt ja, oder ist ja in Blazing Vortex eine rausgekommen, oder was? Lightning Overdrive ist das Set, wo die Karte rauskommt.
Schade, Marmelade. Normalerweise bin ich ein Fan davon, wenn Karten halt immer gleich sind von ihrer Rarität her. Also wenn es die zumindest mal vielleicht den Outtest Tournament Pack schaffen würde, ich glaube es zwar nicht, aber dass man die dann halt auch als Ultimate Rare sammeln könnte, dann wäre das ganz cool, weil die anderen drei gibt es ja auch in Super Rare oder wahlweise eben ein Ultimate Rare. Haben wir noch eine zweite. Und ja, dann haben wir hier noch eine Nummer 10 Illumi-Ritter zum Abschluss. Wir haben es leider nicht ganz geschafft, die Box. Aber nichtsdestotrotz, denke ich mal, war das mal wieder so ein schöner Ausflug in meine Sammlung. Wie bereits gesagt, über 60.000 Ultimate Rares in meiner Sammlung, über 40.000 davon First Edition. Das ist übrigens auch cool, seht ihr das? Die hat hier oben so kupferfarbene Stellen, so Flecken. Das ist tatsächlich passiert, wenn beim Print Farbe in diese Ultimate Rare Stanzung gekommen ist. Also so habe ich mir das erklären lassen, wenn da halt bei dieser Ultimate Rare Prägung irgendwie was ausgelaufen ist oder so. Also findet man auch ziemlich häufig bei OTS Tournament Pack Karten. So 1:1 kann ich das gar nicht wiedergeben. Aber ja, wir sind damit am Ende der 30 Minuten durch die Sammlung, Sammelkarten, Check, Gedöns, whatever. Und wir sehen uns zum Outro. Ja, meine Freunde, das soll es mal wieder gewesen sein mit der heutigen Folge Sammelkartencheck. Ich hoffe, der kleine Einblick in meine Sammlung hat euch mal wieder gefallen. Wir sehen uns dann wieder zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.